Vergangenen Samstag, 7 Uhr morgens, S-Bahn-Station Isartor. Ein Mann geht in Richtung Rolltreppe. Plötzlich wendet er sich nach rechts und stürzt vom Bahnsteig auf die Gleise. Eine Frau versucht, den Regungslosen anzusprechen. Als eine S-Bahn einfährt, signalisieren sie und eine weitere Frau dem Lokführer durch heftiges Winken die gefährliche Situation. Der kann den Zug rechtzeitig zum Stehen bringen. Unsere Lokführer sind auch sensibilisiert. Wir fahren auch jetzt aktuell an der Hackerbrücke zum Beispiel deutlich langsamer in die Station ein, weil wir natürlich wissen, dass speziell beim Abreiseverkehr vom Oktoberfest durchaus der eine oder andere Fahrgast einen anderen Betriebszustand hat. An den Wiesenverkehrsknotenpunkten wie der Hackerbrücke hat die Bahn bis zu 130 Sicherheitskräfte zusätzlich im Einsatz. Sie sind die ersten Ansprechpartner bei Notfällen, sagt der Bahnsprecher. Falls keiner in der Nähe ist, die 110 anrufen. Im Zweifelsfall lieber einmal zu früh die Polizei anrufen. Das ist wirklich die 110, das Mittel der Wahl, die Rufnummer der Wahl. Die ist direkt mit unserer Notfallleitstelle verbunden, sodass wir relativ schnell einen Zug anhalten können. Davon selbst ins Gleisbett zu steigen, um einem Verunglückten zu helfen, rät die Bahn ab. Deswegen gilt für alle Helfer, bringt euch selber nicht in Gefahr, ruft aber sofort um Hilfe. Notfallknöpfe wie bei der U-Bahn gibt es auf den Bahnsteigen der DB-eigenen S-Bahn allerdings nicht. Die Vorschriften der Deutschen Bahn ließen das nicht zu, sagt deren Sprecher.